Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Woche mit uns, mit Floriana. Zurück deswegen, weil wir ja letzte Woche eine kleine Filmpause eingelegt haben, wie wir ja auch im vorletzten Video angekündigt haben. Und wir stehen hier mittlerweile seit 8 Tagen an unserem Lieblingsstrand hier auf Korfu, und zwar am Chalicunas Beach. Wir haben die Filmpause sehr genossen, aber jetzt müssen wir auch weiterfahren, denn wir haben alle Vorräte aufgebraucht, wir haben kein Wasser mehr. Wir haben noch ein bisschen was zu essen, aber ohne Wasser macht es auch keinen Sinn. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall heute weiterfahren. Ja, richtig. Und so wie Flo eben schon gesagt hat, hat uns die Filmpause richtig gut getan und war auch nötig. Denn auch wenn das nach außen hin manchmal gar nicht so wirkt, aber ja, manchmal ist es nicht so einfach, immer dauerhaft präsent zu sein und immer vor der Kamera. Und auch wenn ihr das manchmal auch nicht seht, schlagen wir uns manchmal hinter der Kamera die Köpfe ein. Ja. Und das wurde in den letzten Tagen immer öfter oder Wochen. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt hier mal eine Pause. Und was wir auch jetzt feststellen mussten, dass man so, ja, letztendlich arbeiten wir als Paar jetzt ja auch zusammen. Und das müssen wir auch lernen und ist auch gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja. Genau, deswegen ja, sind wir auch in einem Prozess und in einer Lernphase und ja, brauchten mal eine kleine kreative Pause. Und ein bisschen mehr Quality Time, ja, für uns beide. Das auch, weil das ist tatsächlich, ja, ist uns selber am Anfang gar nicht so aufgefallen, aber wir haben einfach gemerkt, dass wir uns als Paar auch so ein bisschen verloren haben, weil wir halt einfach ja immer nur quasi präsent sind, immer irgendwo hinfahren, immer irgendwas. Immer dem nächsten Video hinterherjagen. Ja. Immer Sonntag der Zeitdruck, 9 Uhr muss das Video online. Richtig. Auch wenn das natürlich super viel Spaß macht, ja, und uns ja einfach auch sehr viel bringt. Wir lernen sehr viel und es macht super viel Spaß. Aber ja, wir brauchten einfach mal eine Pause. Und die haben wir uns genommen. Richtig. Und jetzt haben wir wieder richtig Lust auf ein neues Video, euch wieder mitzunehmen. Und heute starten wir wieder in ein neues Video. Und außerdem haben wir in diesem Video ein kleines Highlight für euch, denn wir haben diese Woche was ganz Besonderes vor. Denn wir treffen nämlich jemanden ganz Besonderen, auf den wir uns schon ein ganzes Jahr freuen. Das erfahrt ihr aber erst im Laufe des Videos. Ja, und könnt auf jeden Fall schon sehr gespannt sein. Und jetzt packen wir zusammen und fahren hier weiter. Denn wie gesagt, wir müssen alle Vorräte auffüllen. Ja, los geht's. Und starten wir somit gemeinsam in ein neues Abenteuer. Und eine neue Woche. Viel Spaß damit. Viel Spaß.
Nee, es steht da noch. Was ist sie denn hier? Vor uns. Echt jetzt? Guck mal. Die steht da echt, aber ich. Warte, warte, die ist da immer noch. Die geht nicht weg. Sieht man die ja. Hey! Ach da! Kitty, du musst da weg! Warte. Sie sitzt einfach auf der Straße. Die war hartnäckig. Die wollte sich da echt hinsetzen und erstmal Kaffee trinken. Da ist noch eine. Ja. So, wir sind angekommen und dreimal dürft ihr raten, wo wir gerade mit euch gemeinsam hingefahren sind. Wir befinden uns hier nämlich in Korfu Stadt. Mal wieder. Wir brauchen eine neue SIM-Karte, denn unsere SIM-Karte ist jetzt knapp vier Wochen in Gebrauch. Und so lange sind wir auch schon hier auf Korfu, können wir gar nicht glauben. Ja, ganzen Monat. Und wir haben damals von Kosmoti ein Angebot bekommen, 12 Euro unlimited. Und das versuchen wir heute nochmal zu verlängern. Es war eine Aktion, die damals noch gerade so gültig war. Und sie meinte, vielleicht gibt es die nachher nochmal in 4 Wochen. Kommt mal vorbei und das machen wir jetzt auch. Genau. Ja. Und wenn wir schon mal hier sind, werden wir hier auf jeden Fall heute lecker Mittag essen. Ja. Und das Pistazieneis probieren, was wir ja damals vor ein paar Wochen nicht mehr geschafft haben. Genau. Ja, also packen wir es an und gehen da jetzt mal rein. Ja. Schon vor dem Kosmoti-Laden. Jetzt gehen wir da mal rein und fragen mal, ob die Aktion immer noch gültig ist. Das wäre natürlich mega. Ja. So, komm. Wir haben jetzt leider nicht das Angebot bekommen, 12 Euro unlimited für den ganzen Monat, sondern wir haben jetzt 4 Wochen für 21 Euro bekommen unlimited und müssen aber jede Woche einmal eine Textnachricht senden, dass es wieder um die jeweilige Woche verlängert wird. Aber auf jeden Fall ein gutes Angebot, 21 Euro unlimited, ich glaube Vodafone macht 30 Euro unlimited, super. Ja, dann können wir noch ein bisschen länger bleiben. Ja. Gut, so, jetzt gehen wir was essen. Ja. Gebackener Feta-Käse mit so einem Blätterteig und dann halt eben im Ofen gebacken mit Honig und Sesam oben drauf. Super lecker. Mmh.
wir sind jetzt richtig satt, haben auf jeden Fall jetzt gut gegessen und gehen jetzt zu dem Pistazieneis, denn auf jeden Fall ein Eis passt noch. Ah, hier ist es ja schon. Hier ist es. Sehr lecker aus. Probieren. So, jetzt haben wir unser Eis aufgegessen. Das war richtig gut. Auf jeden Fall ein sehr guter Laden, sehr zu empfehlen. Und jetzt gehen wir zurück zu Carlsson und dann sehen wir uns an Carlsson. Und übrigens haben wir die Waffeln, die Waffelspitzen, an die Tauben verfüttert. Ja, du. So gehört sich das nämlich auch. Du? Ja. Wie gesagt, der Laden ist sehr zu empfehlen und der heißt, ja, das, was da oben halt steht. Wir sind zurück an Carlsson und jetzt geht's direkt weiter zum Wasser auffüllen und zum Einkaufen. So, und dann haben wir es auch geschafft. Dann ist der Tag auch schon wieder fast zu Ende. Also, Tür zu. Tür zu. Zack. So, wir sind wieder aufgeladen. Ich habe jetzt Wasser aufgefüllt an der Tankstelle. Einmal hier 150 plus unsere beiden Zehner. Und Jana ist währenddessen hier rüber gelaufen, denn hier drüben ist nämlich gleich Lidl. Das heißt, wir sparen auf jeden Fall eine Menge Zeit. Sie einkaufen, ich Wasser auffüllen und jetzt hole ich sie ab und dann fahren wir auch direkt weiter zu unserem Stellplatz für heute. Und da sind wir auch schon angekommen an unserem Stellplatz für heute und waren noch bei Lidl einkaufen, hat alles super funktioniert, Einkaufswagen war voll. Wir sind wieder komplett aufgefüllt mit Wasser, mit Vorräte und können ein paar Tage jetzt auf jeden Fall stehen. Und wir sind jetzt hier am St. Nicholas Beach und ja, ist auf jeden Fall sehr klein, aber auch sehr fein und ja, ich zeige euch mal ganz kurz. So, und wir machen uns jetzt einen schönen gemütlichen Abend und dann sehen wir uns morgen wieder. Also, gute Nacht und bis morgen.
Moin, moin. Hallöchen. Und da sitzen wir in Karlsson. Draußen ist richtig Regenwetter. Es stürmt und regnet. Also Albanien kann man von hier aus nicht mehr sehen. Nee. Heute Morgen war es noch sichtbar. Man konnte richtig schön die ganzen Berge sehen von Albanien. Mittlerweile ist aber so krass bewölkt und Regen, dass man echt nicht weit gucken kann. Nee, nicht mal bis zum Strand hier vor der Haustür. Ja, und es bildet sich auch ein See um uns herum, weil es halt so der regnet. Aber da wir auf dem Schotterparkplatz stehen, glaube ich, ist es auf jeden Fall alles ganz safe. Gerade eben musste ich auch schon rausgehen, einmal Karton anschmeißen, den Motor, weil die Batterie komplett leer war. Wir haben nämlich heute keinen Sonne auf dem Dach gehabt, gestern auch schon recht wenig, sind auch gestern wenig rumgefahren. Deswegen war die Batterie leer. Also lassen wir sie einmal kurz aufladen, während der Motor läuft. Und ja. Wir stehen mittlerweile auch eine Bucht weiter, da wo wir gute Nacht gesagt haben. Und machen es heute auf jeden Fall richtig gemütlich in Karlsson bei dem Regenwetter. Ja, und obwohl heute Regenwetter ist, ist heute trotzdem ein ganz besonderer Tag für uns, denn wir bekommen heute Besuch, denn wir haben ja am Anfang des Videos ja bereits angekündigt, dass wir für euch noch eine kleine Überraschung haben und ein kleines Highlight. Zumindest ist es für uns ein Highlight. Und ja, wir freuen uns schon riesig drauf und sind gespannt, wann unser Besuch denn heute ankommt und ob die es überhaupt hierher schaffen bei dem ganzen Unwetter draußen. Aber auf jeden Fall sind wir schon ganz aufgeregt und freuen uns riesig. Und ja, wer das ist, da müsst ihr euch noch ein kleines bisschen gedulden. Wir chillen jetzt eine Runde in Karlsson, warten wie gesagt und dann sehen wir uns später wieder. Genau, bis dann. See. Jetzt muss ich ja, verdammt, einmal rübersteigen. Anders geht's nicht. Da ist ein See. So, einmal den Motor ausmachen. Der lief jetzt, glaube ich, 20 Minuten. Ja. Akrobatik. Okay, geschafft. So, Motor ist aus und wir haben wieder Strom für ein paar Stunden vielleicht. Mal schauen. Und du bist nass. Ich bin nass, ja. Und da draußen ist ein See. Gut. Ja, wie ihr alle schon gesehen habt, Nusa ist wieder bei uns und auch David und Melinda sind hier angekommen. Nach genau einem Jahr sehen wir uns endlich alle drei wieder. Ja, und das Interessante ist, es ist tatsächlich genau ein Jahr her. Also
gestern, vor einem Jahr, haben wir uns getroffen. Und am 17., also heute, haben wir die quasi wieder verlassen, weil unsere Fähre ja schon ging von Sardinien. Ja. Und da haben wir Nusa tatsächlich, also genau heute vor einem Jahr, das letzte Mal gesehen. Ja. Und ja, jetzt ist sie wieder da. Wir freuen uns total. Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall schon so ein bisschen im ersten Moment ein bisschen emotional gewesen, sie zu sehen. Ich musste so ein bisschen eine kleine Träne unterdrücken. Aber ja, es ist ja auch total schön, sie wiederzusehen. Sie ist auf jeden Fall groß geworden. Mhm. Sie ist kein Baby mehr. Super süß. Und super aktiv. Ja. Gleich in Carlson reingejumpt. Und ich glaube zu meinen, dass sie Carlson erkannt hat, den Geruch. Und dass sie uns auch wieder erkannt hat. Ja, weil sie gleich so geguckt hat und hat so geschnüffelt. Und sie hat ja auch eine Nacht bei uns geschlafen damals. Ja. Und ja, auf jeden Fall total schön. Wir freuen uns, jetzt vielleicht auch ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen. Und ja, zur Feier des Tages gehen wir alle gemeinsam noch schön essen. Und ja, genießen den Abend gemeinsam. Und Und dann geht's morgen weiter. Und morgen soll es wieder richtig schön werden. Ja, genau. Da freuen wir uns schon drauf. Ein Tag Regen reicht. Ja. Genau. So, dann packen wir zusammen und fahren mal zum Restaurant. Ja. Und übrigens, wer die ganze Geschichte von Nusa und uns noch nicht kennen sollte, wie wir sie am Strand auf Sardinien gefunden haben, der hat die Möglichkeit, sich das ganze Video hier auf YouTube anzuschauen. Der Link wird gerade oben eingeblendet und ansonsten ist der Link auch in der Videobeschreibung. Richtig schön heute. Wow! Oh mein Gott, wer ist denn da? Eine Bergziege. Hi! Hey, Lucy. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hi. Guten Morgen Kuss oder was? Ich sag mal, wer da ist. Die kleine Nusa. Ja, so klein ist sie gar nicht mehr. Ja, im Hintergrund wird hier schon fleißig Tisch aufgebaut und Stühle. Ja. Denn wir werden hier gleich zusammen am Strand frühstücken. Ja. Ne? Und dann in den Tag starten. Genau, denn heute wollen wir uns gemeinsam noch einmal, also für uns noch einmal mehrere, das dritte oder vierte Mal, ne? Ja. Corfu Stadt angucken. Da! Aber eher geht es darum, mal ein Käffchen zu trinken. Genau, Lusa, ein bisschen Zeit zu verbringen miteinander. Ui. Und weg. Genau. Ja. Dann lass uns mal an den Tag starten. In den Frühstück. Ja, erstmal frühstücken und dann... Jetzt so gegen Mittag geht es dann weiter. Und heute ist wieder, wie versprochen, blauer Himmel, Sonnenschein. Ja. Das ist so toll. Und gegenüber hier kann man so schön Albanien sehen. Mhm. Ich zeig's mal ganz kurz. Ich hoffe, man sieht das.
So, wir haben jetzt lecker gefrühstückt. Sind alle jetzt satt geworden. Jana und Melli sind noch am Strand, sitzen am Tisch, unterhalten sich. David ist jetzt im Camper, im Van und hat gleich einen Call. Der ist gleich für eine halbe Stunde out of order. Und ja, eigentlich wollten wir noch, also Jana und ich wollten noch mal einmal ins Meer springen und baden. Und dann hier die Dusche nutzen, denn hier ist tatsächlich am Strand eine Outdoor-Dusche, die auch ordentlich Druck drauf hat. Das wollen wir noch mal ausnutzen. Und ja, ich würde sagen, ich sage Jana jetzt Bescheid. Dann gehen wir mal ganz kurz baden und dann wird geduscht. Und danach sollte auch David fertig sein. Und dann werden wir nämlich Richtung Korfu Stadt fahren. Ja, und Nusa, die ist mit dem Auto im Schatten und ruht sich ein bisschen aus. Die hat hier heute Morgen komplett irgendwie, ist hier ausgerastet. Ist hier nur rumgelaufen, 2-3 Stunden. Und jetzt ist so ein bisschen Ruhepause. Richtig schön hier, ja. Das Wasser ist richtig herrlich. Ah, herrlich. Gestern Regen den ganzen Tag und heute Sonnenschein und blauer Himmel. Und wir können wieder baden. Herrlich, ja. Und das im Oktober, Mitte ja. Oktober. Nusa bellt, weil wir ins Wasser gehen. Ja. Wahrscheinlich. Hey! Hey! Angst vor der Welle! Hey! Und das hier ist die Dusche am Strand. Haha, wie geil ist das denn? So, wir fahren jetzt los Richtung Korfu Stadt. Mal wieder. Ja. Weil es einfach so schön ist. Wir sind angekommen in Korfu Stadt und jetzt mal gucken, was der Tag so bringt. Wir haben nichts geplant, werden einfach ein bisschen durch die Straßen schlendern, Cafés aufsuchen, mal schauen. Und euch nehmen wir mit. Also viel Spaß heute.
Okay, jetzt sind wir beide wieder hier am selben Platz, wo wir heute Morgen starten. Wir sind beide hier zurückgefahren, verbringen jetzt hier getrennt voneinander den Abend im Camper, weil es auch schon recht spät ist. Wir sind alle recht müde, weil so ein Stadttag natürlich immer sehr anstrengend ist. Mhm. Und wir stehen hier immer noch am Spaccia Bianca, so heißt das hier. Und genau, die fahren morgen früher weiter. In den Nordwesten, glaube ich, haben sie jetzt gesagt. Und wir fahren in den Nordosten für die letzten Tage hier auf Korfu, weil es nämlich auch bald für uns dann wieder mit der Fähre aufs Festland geht. Gut, ja, dann würden wir sagen, gute Nacht und dann bis morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, und da sitzen wir jetzt wieder zu zweit, denn wie ihr gerade gesehen habt, haben wir David, Melinda und Nusa soeben verabschiedet. Und ja, wir haben eine richtig schöne gemeinsame Zeit verbracht die letzten zwei Tage. Und ja, für uns war das natürlich auch ein sehr besonderes und aufregendes Treffen, Nusa nach genau einem Jahr wiederzusehen. Das war sogar der genau selbe Tag, an dem wir Nusa letztes Jahr das letzte Mal gesehen haben. Und zwar am 17.10. auf Sardinien. Auf Sardinien, ja. Ja, und des Weiteren war das auch richtig besonders, das Treffen, oder wichtig, weil wir auch gemerkt haben, oder vor allem ich gemerkt habe für mich, dass ich Nusa tatsächlich nie richtig losgelassen habe und doch immer manchmal sehr emotional geworden bin, wenn ich sie auf Videos oder irgendwelchen Bildern gesehen habe. Und ja, aber nachdem ich sie jetzt gesehen habe und etwas Zeit mit ihr oder mit den dreien verbracht habe, habe ich wirklich gemerkt, dass ich Nusa jetzt richtig gehen lassen kann und auch habe. Und ja, das ist ein schönes Gefühl. Und Dass es auch die richtige Entscheidung war, ja, Nusa damals abzugeben, haben wir jetzt auch gemerkt. Ja. Genau, denn das stand auch immer irgendwie doch in der Luft. Wir haben, oder ich habe das auf jeden Fall oft angezweifelt, ob das tatsächlich die richtige Entscheidung war, weil mich das immer noch sehr traurig gemacht hat. Aber jetzt haben wir tatsächlich irgendwie gemerkt, ey, das war genau die richtige Entscheidung. Alles richtig. Das ist alles richtig so. Nusa ist genau da, wo sie sein soll. Und ja, das alles richtig ist. Ja. Genau. Genau. Und wir machen uns jetzt auch weiter. Wir sind gerade noch mal ins Meer gesprungen, haben geduscht und uns frisch gemacht. Ja. Und fahren jetzt auch gleich weiter in den Nordosten der Insel. Denn das ist der einzige Part, den wir noch nicht gesehen haben von Korfu. Mhm. Als andere haben wir schon fünfmal gesehen, weil wir jetzt mittlerweile seit fast 5 Wochen hier sind. Ja. Und das seht ihr aber erst im nächsten Video. Und im nächsten Video seht ihr auch, wie wir die Fähre zurücknehmen nach Igoumenitsa aufs Festland. Ja. Und damit beenden wir dieses Video hier. Hat wie immer Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, teilen, weitersagen und den Abonnieren-Button drücken. Ganz wichtig, ja, das hilft uns und unterstützt uns. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, folgt uns auf Instagram und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.